zu, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Ja, ich habe jetzt eine halbe Ewigkeit hier nicht weiter aufgenommen. Ich habe aber gleich mal noch eine kleine Änderung gemacht. Ich habe die Fio wieder auf die Box gelegt und die Kadi wieder ins Team mit reingenommen, weil ich denke mal, die werde ich jetzt demnächst noch ein bisschen mehr brauchen. Und mal schauen, wie es jetzt weiterkommt. Ich weiß noch nicht, wie weit ich heute spielen werde, aber mal schauen. Ja, das ist... Okay. Ah ja, das ist der, der mir sagt, dass ich mir den Blitz holen sollte. Schauen wir doch mal. Den Blitz können wir uns ja holen. Uns den einfach mal. Ui, ein Dickdri. Ah. Gott sei Dank. Mit den Viechern ist nämlich echt nicht zu spaßen hier. Diktas wegzulaufen ist eine Sache. Bei Diktri ist das immer so eine Glückssache. Zum Glück sind Diktris hier recht selten. Gut. Da kriege ich wenigstens die Bodenattacken nicht ab. Komm schon. Ich weiß, dass ein Diktar schneller ist als ein Tauboga, aber... So, Route 2. Okay, dann gib mal her die... OM5. Mal schauen, ob wir dem irgendjemanden beibringen werden. Ich hole mir jetzt dann erstmal auf jeden Fall noch diese Items hier. So. Mehr will ich hier schon gar nicht mehr machen. Ich könnte mir... Also da hinten steht noch der Move-Tutor für einen Traumfresser in Fatania City, aber... ich will da mal ehrlich sein, das hat sich mehr oder weniger mit dem Tod von der kleinen Rückkehr erstmal erledigt. So. Aber mal hoffen, dass nicht allzu viele starke Diktas kommen. Habe ich eigentlich schon das Fahrrad geholt? Okay. Ich weiß nicht gerade. Ich weiß gerade nicht, was ich auf den Select gelegt habe, aber muss ich direkt mal schauen. Ah, ein Kampfhahn, da habe ich da gerade drauf. Aber gut. Habe ich ja erst neulich wieder mit trainiert. Ja, gepriesen sei die Encounter Rate aus Omega Rubin und Alpha Saphir. Weil da hast du nicht alle 5 Schritte ein wildes Pokémon. Vor allem wenn du in Omega Rubin und Alpha Saphir auf dem Wasser unterwegs bist, da hast du gefühlt nur alle 101. Also mein Rekord ist es wirklich mal von... hier ist das Kaff von Blütenburg City bis nach, wie heißt's, bis nach Grafiport City,
ohne ein einziges wildes Pokémon. Okay. Er macht mir Angst. Okay, ich muss den jetzt kaputt machen. Morgen, dass der jetzt nicht Intensität macht. Diese Diktas hier. Ich weiß gar nicht, wen man da am besten vorpackt, aber ich glaube, mit Welli kann ich ja am wenigsten falsch machen. Mit Kadi ist mir das gerade ein bisschen zu riskant, weil die geht mir jetzt sonst noch drauf, wenn's blöd läuft. Diktas Höhle ist ein gefährliches Pflaster. Gerade wegen der Level 29 bis 33 Diktris, die dort sein können. Oder sind es, ich glaube 26 können die niedrigsten auch sein. Auf jeden Fall sehr, sehr starke Diktris. Dem einen, dem ich begegnet bin, konnte ich ja zum Glück direkt weglaufen. So. Na, dann wollen wir mal. Kadi darf jetzt wieder nach vorne. Die nächste Trainerin, die kommt, hat sowieso überwiegend Pflanzen-Pokémon, wenn ich mich nicht täusche. Da ist unsere Kadi gut aufgehoben dabei. Die müsste ja eh bald noch Flügelschlag lernen, wenn ich mich nicht täusche. Yay, Stachelspore. Na komm, da bleiben wir einfach drin. Nur ein paar kleine Pflanzen-Pokémon, die kriegt unsere Kadi auch so kaputt. Haben wir noch irgendwas, was auch gut gegen Pflanzen ist? Gerade nicht. Es ist toll, dass Kadi jedes Mal durch die Para durchkommt. Ja, es ist wirklich sehr faszinierend. Kommen jedes Mal durch die Para durch, die Kleine. Ich mache aber trotzdem einen kleinen Ausflug ins Pokémon Center mal schnell, wenn wir sowieso gerade da sind. Solange der Weg noch nicht so weit ist. Dafür will ich jetzt keinen Paraheiler verschwenden. So.
dann mal wieder zurück auf die Route. Route 8 ist das jetzt hier schon, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Könnten wir ja nochmal schauen. Route 9 ist immer schon, okay. Hier dürfen wir ja auch noch ein Pokémon fangen. Aeroas, die TM. Ja, könnte ich der Kadi beibringen, aber die lernt sowieso irgendwann demnächst Flügelschlag. Also erübrigt sich das mehr oder weniger. So. Vorne haben wir einen Wanderer, der hat doch bestimmt wieder Gesteins-Pokémon. Oh, der fängt aber mit dem Macholo an. Na gut, Dirki, den packst du auch so. Ja, das ist sehr gut gelaufen. Ein Onix, ja, da bleiben wir doch mit Frieden drin. Da hat sich gerade Camtasia Studio gemeldet, dass das Durchrennen fertig ist. So. Schauen wir mal, was haben wir denn als nächstes? Was hatte denn der nochmal? Wenn man es nicht weiß, einfach mit der Valley vorne. Das hat doch bestimmt wieder ein Bedroher, oder? Ja, natürlich. Oh. Okay. Da haut er mit dem Briller daneben. Manda kommt da rein. Das hätten wir dann auch. Das ist der Typ, der zwei Bibor hat. Da ist unsere Kadia eigentlich wieder prädestiniert dafür, den zu machen. So. Du kriegst einen kleinen Windstoß. Nö, der überlebt das sogar. Gut, solange er bloß Energiefokus macht. Aber das gab jetzt ordentlich EP. Ja, das nächste machen wir gleich auch noch. Wir haben ja nichts, was so effektiv gegen Käfer-Pokémon ist wie unsere Kadi. Der macht auch einen Energiefokus. Ja gut, nicht mein Problem. So.
Ja, mal schauen, was ich als nächstes so sehe. Hier haben wir einen Äther. Da müsste, glaube ich, hier irgendwo ein Wanderer stehen, ja. Das können wir doch wieder mit unserem Dirki machen. Ich bin immer noch am Überlegen, wann ich unseren Dirki zu einem Sarzenia machen soll, weil das geht ja dann mit einem Blattstein. Die Sache ist, dass er halt dann kaum noch Attacken lernt. Und ich wollte eigentlich mindestens das Rasierblatt noch abwarten, bis ich den entwickle. Onyx, ja, da darf Dirki gleich drin bleiben. Das sind geschenkte EP für den. Hier mein Feuerheiler, das kann man ja immer mal brauchen. Das ist ein Käfersammler, da packt man unsere Kali wieder nach vorne. Ups, so wollte ich dann machen. So. Ein Raupi, das schon längst ein Smetbo sein könnte. Das wahrscheinlich auch dann schon längst ein Bibor sein könnte. Ja, auch Level 20. Könnte schon ein Bibor sein und Duo-Nadel können. Aber der feine Herr ist sicher zu schade, um sich um das zu entwickeln, ne? Hätten wenigstens mehr EP gegeben. Giftbruder. So, das ist dann Level 24 für die Kari. Bestimmt irgendwo ein Gegengift, oder? Ja, hier haben wir noch drei Stück. Ui. Da haben wir noch einen Pfadfinder. Ein Radfratz. Sandern kommt rein. Ja gut, das ist was für unseren Dirki. Kari und Dirki kriegen hier voll das Spezialtraining. Naja, Rankenhieb hatte ja hier erst 10 Attackenpunkte. Ist er erst später auf 15 und dann auf 25 hochgeprescht. Das war noch ein Sandern, wenn ich mich jetzt richtig verlesen habe. Ja. Solange wir noch ein paar Mal Rankenhieb haben, nutzen wir die auch aus. Und Level 24 für Dirki. Der versucht Säure zu lernen. Ja, okay, die darf er haben. Ah, packen wir die Stachelspore weg. Die brauchen wir eh nicht so dringend. Schlafpuder finde ich dann nämlich noch ein bisschen besser. Jetzt hat der, unser Dirki zumindest mal eine zweite Step-Attacke. Rattan. Da kommt doch eh wieder ein Bedroher ran, aber gut. Die Valley darf auch mal wieder.
müssen langsam unsere 22er mal noch upgraden. Bedroher hätte das jetzt nicht überlebt. Es war mir jetzt klar, dass du mich vergiftest, aber ist dein Problem. Jetzt mache ich 50% mehr Schaden.